Ey, das ist krass, ne? Du musst halt, wenn du dein Kind Sören nennst, ne? Weil, also einfach dein Kind Sören nennst, dann ist klar, das ist entweder Hockey, was gibt's noch? Oder Golf wahrscheinlich. Hockey, Golf oder Segeln. So, oder Hockey oder Segeln. Das sind so die drei. Es darf keine normale Sportart machen. Es darf keine so eine, wie sagt man das? Hockey sagt bestimmt so abfällig, so eine Straßensportart wie Beachvolleyball oder so. Weißt du, sowas sagt ihr bestimmt. Deswegen, ich nenne mein Kind Sören und der spielt jetzt Hockey. Ja, also meine Eltern haben sich entschieden zwischen Boris und Sören. Ja, dann ist Sören. Aber dann ist klar, dann musst du ganz klar, gehst du Richtung Hockey? Dann ist okay. Dann ist der Weg halt vorprogrammiert, ne? Die privilegierten Schiene bis zum Ende durchgespielt. Goes Hockey. Schalldamm, Same Tropsis. Guten Morgen, Freunde. Corona-Test ist gemacht, wird gerade ausgewertet. Ich habe es euch dann tatsächlich erspart zu filmen, wie ich mir die Sache in die Nase schiebe. Aus Gründen. Die geilste Hockeyspielerin Deutschlands, da ist sie. Moin, hi, grüß dich. Hallo. Das Bier von gestern, ne? Das war viel besser. Ein Kasten ist noch unten. Also A, schmeckt gut. B, hat irgendeiner Kopfschmerzen? Kannst du bei mir mal den Test machen? Nee, kannst du nicht. Guck mal. Hier ist der. Boah, das ist. Ja, aber versuch's doch mal. Das ist doch vielleicht auch ein bisschen Therapie. Vielleicht ist das so ein bisschen Schocktherapie, genau. Aber da ist hier schon die Flüssigkeit drin. Boah, ich find's echt ekelhaft. Komm, ja, mach doch jetzt mal. Ich hab heute auch noch nicht gepopelt, also mal rein da. Links oder rechts? Egal. Darf ein bisschen tief in die Augen gucken. Ah! Ah, nee, egal. Boah, ist das. Warum? Also ich kein Boden, oder? Hä, da sind doch welche drin? Ja, das reicht doch für zwei Tassenblätter. Ich will vier Tassen. Also, ich brauch das jetzt. Jetzt steht hier auch noch clean. So verliert man sie. Ja, alles am Start. Tag 2 hier beim Mannheimer HC. Es gibt ein paar Kinderkrankheiten. Gestern im Vlog kam es ja schon wieder raus. Wir alle müssen noch ein bisschen an Details schrauben. Hier und da noch ein bisschen was an der Technik machen. Und jetzt schauen wir mal drüben, wie weit die Jungs in der Regie sind. Momentan sehe ich relativ viele Leute, die nur rumsitzen. Sollen erstmal nichts heißen. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Und dann schauen wir mal bis 14 Uhr. Wir haben jetzt 12:30, wie weit die Jungs noch kommen. Tag. Na, Moritz. Geht ab. Noch ist alles gut. Ja, nicht schwimmen. Scheißdreck schwimme ich. Du fliegst als Erster hier vom Tower. Sei eigentlich so frech und setzt deinen eigenen Taucherbrille auf. Ich warte auf dich. Ist denn das? Weißt du, wie oft ich schon auf dich und den Ticker gewartet habe? Ey, er ist seit Stunden fertig. Seit Stunden ist er fertig. Das kann nicht sein, weil ich das Ding nämlich schon angemacht habe. Das Einzige, was noch immer nicht stimmt, war der Ticker, der immer noch auf Nürnberger HTC stand. Das stimmt wahrscheinlich nur Wolf gegen Magnus Winter. Auch das. Auch das. Vor Internet haben wir auf hier. Guck mal, ist schon wieder alles kaputt hier mit deinem Score. Ja. Weil du dich vielleicht neu einloggen musst. Nichts funktioniert. Ich muss auch sagen, der schäbigste Platz hier ist ja eigentlich der Kommentatoren, oder? Also jetzt mal ohne Witz, da hast du ja im Linienbus mehr Platz, oder? Vor allem haben die sich schon mal Gedanken drüber gemacht, was passiert, wenn es heute Nacht, also auf 14 Uhr ist Regenwahrscheinlichkeit 50%. Ja. Ich sehe hier noch kein Dach. Und wollten wir eigentlich nicht Molton hier noch hinhängen? Ja, und wenn, dann dreh dich einmal im Kreis mit deiner schlauen Kamera und sag mir, wo du den Molton dann aufhängst. Ja, gut. Wie du drankommst. Mit einer Drohne. Ja, mit einer Drohne. Felix, gute Idee. Gleich Spitzenspiel. Mannheim gegen Köln. Die Ränge sind schon voll. Die Bewässerung ist auch geil. Dirk Funk ist on fire. Ich packe euch Schweibpapier rein. Und dann jetzt zu dir kommt mir ab. Oh mein Gott. Bestes Timing, Alter. So, ich packe euch Swipe-Papier rein. Wir sind jetzt online, Leute. Ich komm's vor. Geiler Sonntagnachmittag mit uns. Also. Oh mein Gott. Ich dachte, das Ding, dass der einmal so umspringt. Ja, eigentlich. Ja, ja. Ich dachte, der geht so und zurück. Spitzenspiel. Erster Fußballclub Köln. Erster Fußballclub Köln. Bisschen schade, dass wir Hockey nicht so erleben. Also ich glaube, es ist auch coole Fankultur. Es sind nicht so viele, aber ich glaube, es ist schon wäre eine coole Fankultur, glaube ich. Bisschen schade, dass wir es so nicht erleben. Noch nicht. So, Ernie! Ja? Wie ist der Wasserstand? Wir sind schon, heute ist richtig krass. Wir sind einfach on air, richtig? Ja. Alter,
Also online. On air sind wir noch nicht. Muss pissen. Ja. Mach von nicht von hier oben, bitte. In 2 Minuten wieder hier sein. Kann doch sein, dass wir nicht pünktlich sind. Der Funk stinkt ekelhaft nach Bier. Oh mein Gott. Kannst du pixeln. Ja. Oder mach so, dass es richtig groß aussieht. Ja, ist klar. Och Mann. Er hat meinen Schwanz gefilmt, hast du mitbekommen? Was? Er hat Schwanz gefilmt bei mir. Hat er? Ja. Und? Okay. Bist du so einer, der dann trotzdem kann, oder ist es... Ich bin doch kein Martin, Alter. Erster Fußball gucken. Spitzenreiter. Das ist mittlerweile jetzt schon so ein Ding. Walle delegiert jetzt schon, wo ich hin muss beim Du gehst jetzt mal schön nach vorne zu den Rot-Weißen. Ja, alles klar. Und dann auch noch zum Gegner. Das ist voll in Ordnung. Ja, passt es. Gute Jungs auch. Hey Jungs, habt ihr gestern Twitch geguckt? Nee, wir haben gespielt gestern. Achso, ihr habt selbst gespielt. Wo wart ihr? Zu Hause in Köln? Mann, habt ihr gespielt? TSV. Ach, da drüben ist der auf der anderen Seite. Bei dem Fernsehturm. Ah, okay. Ich habe einmal geguckt, wie der Stream aussah. Und, wie sah er aus? War gut. Ja, okay. Bist du zufrieden? Ja. Willst du dich schon anmelden fürs Interview nachher, oder? Nee. Klar, Junge. Schön Ole Bölke hier gleich mal fürs Interview. Das ist ein guter Mann. Ja, okay. Wie heißt du? Dann kann ich nochmal gleich die Bauchbinde fertig machen. Mats Kambos. Alles klar, okay. Wir kriegen das hin. Er ist hier nachher eingeblendet. Willst du noch dein Instagram droppen, weil dann kriegst du ein paar neue Follower vielleicht? Nee, brauch ich nicht. Nee, nicht? Okay. Willst du es vielleicht sagen? Vielleicht ja, Grambo-Sports. Ja, alles klar. Ich schau danach. Das finde ich schon raus, okay. Jungs, viel Erfolg nachher, gell? Danke. Heute 20% auf den kompletten Merch. Ja. Auch Knieseltrikots. Meine Jungs haben schon wieder gesagt, die gucken wieder, das wird wieder gefährlich. Warum? Kniesel ist berühmt jetzt. Heute nach 17 heute. Ja, Joshua on the way. Oh. Ach, aber hat auch gestern nicht gespielt. Hey, nee, das ist falsch, das war doch nicht gestern. So? Warte mal, ich glaube, du kannst das einfach so ablesen. Genau so wird es auch ausgesprochen. So, das Spiel ist aus und einen wollen wir jetzt auf jeden Fall ins Interview kriegen, aber ich glaube, der ist auch auf dem Kanal drauf. Luis Kniesel, unser neuer Publikumsliebling. Ey, warte kurz. Ich will es auf Kamera haben. Was ist passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Einer von Köln, der Tom Gramusch, hat halt zu mir gesagt, der da mit den hässlichen Haaren oder der Spacko mit den hässlichen Haaren, nur als Info, es gibt Leute, die sowas halt auch persönlich nehmen. Ja, und habe mir halt gesagt, dass es mich sehr verletzt hat. Ich wollte einfach nochmal deutlich machen, dass sowas auf dem Platz halt nichts verloren hat. Ja, brauchst du dir aber keine Sorgen machen, weil du hast ja mittlerweile die ganze Trooper-Army hinter dir. Ich habe die ganze Trooper-Army. Hast du es schon mitbekommen? Ich habe tatsächlich ein paar Kumpels, das sind so meine engsten Freunde, die haben gesagt, die gucken mal nochmal zu, wenn ich das Video spiele. Und die haben scheinbar irgendwie den Chat übernommen, haben da gut Stimmung gemacht und alle anderen sind irgendwie auf den Zug aufgesprungen. Was ist denn dein Fazit jetzt? Selbst meine Mutter hat Kommentare von meinen Kumpels dann mir geschickt und meinte, guck mal, was hier über dich geschrieben wird. Also, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Abend. Die Jungs haben auch gemeint, es war mega witzig und ich hoffe, ihr hattet heute wieder viel Spaß und alle anderen natürlich auch. Ja. Und? Bist jetzt ein alter Hase im Hockeygeschäft? Ich bin jetzt Experte offiziell. Ja? Aus Mangelalternativen und einer der besten Hockey-Kommentatoren der Welt. Muss ich immer in so eine kleine, modrige Nische einfach mal reinlegen. Mhm. Dann ist man halt der, der am wenigsten stinkt. Ich fand es übrigens übel geil am Anfang des Streams, als du erstmal Köln gehatet hast, weil du keinen Merch abbekommen hast. Willst du da vielleicht nochmal einen Aufruf starten, oder? Ja, ey, wie gesagt. Gerade jetzt auch fürs Final Four vielleicht. Rot-Weiß Köln. Ich bin ja quasi auch lange Wahlkölner gewesen. Ich mag die Stadt auch wirklich gerne. Sehr, sehr hässlich, muss man sagen, aber trotzdem sehr, sehr schön, Köln. 8 Jahre da gelebt, aber ohne Merch wird das nichts, ne? Dann werde ich weiter ultimativ parteiisch bleiben. Hey, Dirk und Olaf. Was? Ist schon wieder. Müssen wir wieder deinen Blog abmoderieren? Ja, genau. Valentina ruft schon wieder. Was will sie? Die Jungs fragen nach Bier. Die machen jetzt MVP-Wahl vom Spiel, intern. Und ich habe gesagt, wenn wir Bier mitbringen, dann halten wir aber auch drauf. Die Zeit und dann haben wir eine Liste, wer der schnellste ist, wenn man dann 0-5. Ja, ich glaube, bis jetzt führt Gonzalo. Erstmal würde ich gerne auf mein erstes Tor für den MAC bringen. Es hat auch ein bisschen gedauert. Ich freue mich, dass jetzt endlich passiert ist. Ich freue mich insbesondere, dass es vor Theo ist. das war mir eine Herzensangelegenheit. Also Prost, Männer. Drei, sechs. 3-6-7. Auf dem dritten Platz Dani. Zweiter Platz Jean. Und ich wollte eigentlich noch lernen heute Nachmittag. Prost, Männer. Hey, Lini. Oh.
Das war's mit dem Hockey-Wochenende. Ich will schon was sagen. Ich bin müde, ich gehe dann gleich ins Bett. Wir sehen uns bald, macht's gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Folgt unserem Kanal, wenn ihr vom Hockey kommt. Ansonsten Final Four, 8.9. wird mega geil. Geile Produktion, mehr Leute von uns, mehr Kameras, mega geiles Event. Mehr Struktur, weniger unter Wasser. Ernie wird lernen. Ernie wird ausgetauscht. Bis dahin. Jürgen! Macht's gut, ciao. Wir machen euch. Wir machen euch. Wir machen euch.